Frankreichs Präsident Macron ist zu Gesprächen nach Neukaledonien gereist. Gewaltsame Proteste mit mehreren Toten erschüttern seit einigen Tagen das französische Überseegebiet. Macron forderte die lokalen politischen Kräfte dazu auf, ihren Einfluss zu nutzen, die Ordnung wiederherzustellen. Hintergrund der Proteste ist eine Wahlrechtsreform, die die Befürworter einer Unabhängigkeit Neukaledoniens von Frankreich ablehnen. Vor allem Indigene befürchten Nachteile ihrer Kandidaten bei künftigen Wahlen. Die Inselgruppe Neukaledonien liegt rund 1500 Kilometer östlich von Australien.